Armer Leon, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4 und, Resident Evil 2 für PlayStation 4. Wir sind auf der Suche nach Medizin, das ist ganz, ganz wichtig und ich hoffe, wir kriegen bald welche. Alle sind verwandelt, Pflanzen geworden, sie kommen zurück, immer und immer wieder, verbrennt sie alle, verbrennt sie, bis ihre Körper schwarz wie Asche sind. Einen anderen Weg gibt es nicht, das weiß ich ja schon, danke. Hier ist nochmal so ein Apparat. Oh, das ist jetzt der erste, den wir mitnehmen können wahrscheinlich. Okay, das ist gut. Bitte kein Zombie. Ja gut, Munition ist natürlich jetzt auch nicht das Verkehrteste, ist klar. Aber ich hätte jetzt tatsächlich gerade lieber echt ein Kraut. Ey, ein Kraut wäre hammergeil. Ist hier noch was drin? Wo bin ich überhaupt? In dem Raum. Hier kommt gleich ein Treppenhaus. Super. Oh, hier war ich anscheinend schon. Ah! Oh, geil. Ich komme wieder in die Lobby zurück. Oh, ist das gut. Oh, ist das gut. Wunderbar. Komm, Leon, wir holen dir jetzt Medizin. Sehr gut. Ah, ich glaube, ja, speichere ich das ab? Ich bin echt schon wieder nicht begeistert, ne? Aber gut. Habe ich noch eine Mischung? Ich habe noch eine Mischung. Okay, die nehmen wir mal eben. Sehr schön. Das Witzige ist, dass sogar der Controller seine Farbe ändert, ne? Also der Controller leuchtet jetzt vorne wieder grün. Der hat eben rot geleuchtet und so. Das ist schon nett, echt. Jo, also wir haben diese leere Kapsel. Wir haben dieses Teil jetzt gefunden. Was ich hiermit machen soll, weiß ich noch nicht. Die gucken wir uns gleich mal genauer an, die Trophäe. Ich glaube, dass wir dieses Teil erstmal hier nicht brauchen. Ich verstaue das jetzt tatsächlich mal. Und den Rest behalte ich jetzt so, wie es ist. Ich habe keine Medizin mehr, keine vernünftige, ne? Doch, einen Kräutermix haben wir noch. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Und mit dieser Aussicht speichern wir dann gleich mal. Ich gucke nochmal eben, dass wir nochmal das untersuchen hier vielleicht. Was ist denn das? Ah, guckt mal da. Das tippen wir auch gleich mal ein. Also den einen Code habe ich jetzt hier schon aktiviert. Dann kommt jetzt so, Strich... Dann die zwei kleinen Quadrate und so ein Block. Und den einen hatte ich ja aufgezeichnet gesehen. Das könnte ja sogar gewesen sein. Nur ein bisschen, ja, weiß nicht. Anders. Okay. Dann haben wir jetzt einen Code, den wir neu eintippen können. Das machen wir auch gleich. Und wir haben dieses komische Gerät, was wir an zwei Stellen, glaube ich, ausprobieren können. Was machen wir jetzt zuerst? Ich... Geh erstmal hier nochmal lang. Wir haben ja noch ein bisschen von diesem Zeug. Das heißt, ich möchte ganz gerne den Code da mal eben eintippen. Na, kommt hier was Neues? Ne, hier darf ich anscheinend noch nochmal durch. Okay. Das mit den Lickern war echt scheiße. Also es war ja wie fast klar, dass die hier kommen. Weil das war ja früher auch so. So, ich tippe mal den ein. Dann den Strich. Dann diese und dann den Balken. Sollte klappen. Ich weiß nicht, wo sich das geöffnet hat gerade. Ich weiß nicht, wo das ist. Oh, da ist ein grünes Kraut. Geil. So. Das habe ich vergessen, das grüne Kraut. Scheiße. Da vielleicht. Verschlossene Tür. Ja, wo gehe ich jetzt als nächstes hin? Ich möchte dieses Muff-Teil ganz gerne mal ausprobieren, aber da, wo ich vorher war. Also ich gehe erstmal zurück. Ganz zurück. Denn... Ja, ich möchte es halt wissen. Vielleicht gibt es ja dadurch irgendwie bald ein neues Armband oder ich müsste ja noch ein paar Bereiche... öffnen können mit dem roten. Ist das rote Arme das nächste, ich glaube. Hier kommt bestimmt auch noch mal irgendwann ein Lecker. So, und hier passiert auch bestimmt noch irgendwann was. Na, ich nehme mal wieder die Pistole. Schade, dass ich keine Magnet-Patronen mehr. Die habe ich echt alle auf den scheiß Lecker verwendet, ne? Fuck, ey. Ja, das war keine Glanzleistung, aber die Lecker sind mit Abstand die beschissensten Gegner in diesem Spiel, finde ich bisher. Okay. Der bleibt schön da liegen. Dann gehe ich jetzt mal zu diesem Muff.
Das war, wenn ich hier reingehe, ganz am Ende des Ganges. Es hört sich so an, als wäre hier was aufgestanden. Was da unten dieses mit bedeutet, weiß ich auch nicht. Ob ich, ach so, dann regeneriere ich, glaube ich, meine Energie, oder? Ich weiß es nicht. Da war das mit dem Muff. Murph. So, probieren wir das mal aus. Das Ding. Error. Ist nicht der richtige. Toll. Ja, wo war der andere? Boah, scheiße. Ja, das wusste ich jetzt ja auch nicht. Aber hier gibt es nichts mehr einzusammeln, ne? Nee. Gut. Hätte ja sein können. Ich habe gedacht, guckst du mal, weil das Spiel ist, hat ja meistens so ein bisschen Backtracking und deswegen wollte ich es ausprobieren, aber es hat nicht sollen sein. Das heißt, wir gehen jetzt dann doch nochmal wieder da lang. War hier eigentlich noch was drin? Könnte ich hier noch irgendwas machen? Bin mir gerade nicht mehr sicher, nee, ne? Das war komplett. Nee, dann wäre ja auch was angezeigt. Aber ich war mir gerade nicht mehr sicher, was hier noch war. Okay. So, also wieder zurück. Wir haben jetzt dieses Murph-Teil. Das kann ich auch irgendwo noch einsetzen, ja. Und, was wir nicht vergessen dürfen. Ich hatte ja diesen halben Code. Aber da wäre zu viel Rumprobiererei eigentlich fast, ne? Also ich hätte ja zwei. Obwohl, das könnte auch das Zeichen gewesen sein, was ich gerade gefunden habe, was auf der Statue stand. Ne, auf der Statuette. Entschuldigung, eine Statuette ist das ja. Statue, also wer das nicht weiß, Statue ist lebensgroß, ne? Statuette ist eine Miniaturdarstellung einer Figur oder eines Menschen. Ja, ich könnte auch da zurückgehen. Ich glaube, das ist vielleicht sogar kürzer. Ich glaube, das ist sogar kürzer, ja. Dann könnte ich. Ja, dann muss ich zwar nochmal durch den Lickerraum, aber. Na gut, ist das so, ne? Okay. Und falls noch ein Licker kommt, ja, nehme ich die Schrot, wa? Ich glaube, das ist das Einzige, was doch was bringt. Ich weiß nicht, ist der Flammenwerfer vielleicht effektiv gegen Licker? Ich würde die lieber gegen die grünen Zombies aufschonen. Da war nirgends was. Ah, es ist der Lickerraum, ne? Ich glaube, ja, es kommt der Lickerraum. Okay. Den mag ich nicht. Also, da ist ein grünes Kraut, das ich haben will. Was war das mit der verschlossenen Tür hier? Testing Lab. Das geht bestimmt auch mit dieser Murph-Gedöns. Wo war denn dieses. Da hinten an der Wand war es. Okay, ich sehe es schon. Der lebt noch. Scheiße. Ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich Verschwendung, aber wenn der noch zittert, habe ich Angst, dass er gleich hochspringt. Hier ist irgendwo. Da ist das grüne Kraut, stimmt. Ich nehme es mit. Sehr gut. So, was passiert jetzt? Wahrscheinlich geht dann die eine Tür da hinten auf. So, kann ich das da jetzt einsetzen? Dann kann ich das wieder mitnehmen, ist die Frage. Warum Error? Was soll das? Ach, ich muss das. Oh, das hätte ich bei der anderen auch schon machen können, wahrscheinlich. Okay. Sieht doch gut aus. Ja, und jetzt? Kannst du jetzt benutzen? Das hätte ich mal vorher wissen sollen. Da steht ja Murph und nicht Muff, ne? Also, warte mal. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich damit tun soll. Ja, da steht es tatsächlich. Ah, da oben ist Murph. Oh, ich Idiot, das wusste ich doch nicht. Murph. Das ist schon richtig, ja.
Der Sound ist schon witzig. Ja. Kann ich das jetzt akzeptieren? Ich glaube, so ist es richtig. Deswegen probiere ich es nochmal. Kann ich sie da mitnehmen? Kann ich nicht wieder mitnehmen? Okay. Dann ist ja okay. Kann ich jetzt hier noch irgendwas machen? Wahrscheinlich ist die Tüte jetzt... der Serverraum ist wahrscheinlich jetzt auch wieder auf. Zwei Räume wahrscheinlich jetzt lieber untersuchen. Ich guck mal in den Serverraum. Dadurch, dass jetzt der Strom wieder da ist, müsste ich da ja reinkommen können. Also es ist meine Theorie, meine gewagte Theorie. Und sie stimmt. Hier kommen bestimmt gleich Lecker. Was ist das? Ein Messer. Oh. Das ist ein Speicherraum. Sind wir da? Oh, Benzin! Inventar ist voll. Kann man es nicht direkt kombinieren? Nee. Aber ich sehe gerade, der ist überflüssig jetzt. Den können wir wegschmeißen. Das heißt, den nehmen wir mit. Geil. Nachladen. Jawoll. Das freut mich sehr. Ist das nochmal Pulver? Gut, wir können uns noch was herstellen. Das mache ich auch mal eben, bevor ich speichere, glaube ich. So, wir packen mal ein Messer in die Truhe. Holen uns das hochwertige Schießpulver raus. Das kombinieren wir mal eben. Zwei hochwertige, ne? Oh, Magnum-Patronen. Das ist natürlich geil. Sechs Stück. Ja, das war gut. Okay. So, das kleine Grüne, wollen wir das behalten? Oder habe ich noch ein einzelnes Rotes irgendwo eben? Ne, ich glaube nicht. Nö. Dann behalte ich das Grüne. Den Rest behalte ich bei... Ach, das Murph-Ding habe ich doch noch wieder dabei. Dann gehen wir jetzt als nächstes zurück gleich, denke ich. Ich speichere jetzt mal eben ab. Aber ich werde dann gleich nochmal das Backtracking machen. Ja, sind wir vorhin umsonst... Ne, wir sind eigentlich... Ja, ich war zu doof. Aber das ist das Problem, wenn man das halt nicht weiß. Ich habe gedacht, das muss man da einsetzen und gut. Man muss es halt einstellen. Ist der Raum... Ist geprüft, gut. Jetzt kommt bestimmt ein auferweckter Licker. Hallo? Noch nicht. Was? Bestimmt kommt da was. Ich habe so eine Schiss vor dem, der hier im Gang liegt, ne? Glaubt ihr gar nicht. Und ich gehe langsam, weil es hieß ja, dass die blind sind. Okay, was gibt's denn hier? Mach deine Taschenlampe an, Leon, Mensch. Hier ist doch dunkel. Aha. Vielleicht gibt's hier eine Sammelfigur oder so. Viele, viele Labore und Arbeitstische hier und so. Ach, da ist ein Zombie. Ein Zombie hing am Glockenseil. Schöner alter Film. Das hoffe ich für dich. Willkommen zurück, Dr. Lee. Sie ah, ja. haben fünf neue Nachrichten. Ich habe nur noch drei Patronen. Wayne Lees Posteingang. Absender Rick Mendoza. Was hat er vor? Kaum zu glauben, dieser Cartwright. Was für ein Arschloch. Naja, er ist der Boss. Vorerst. Egal, hast du meine Helix irgendwo gesehen? Ich habe das Geheimnis unten drauf geschrieben. Sag Bescheid, wenn du sie findest. War das diese Figur? Absender Brian Cartwright, beschäftigter Typ was? Hast es nicht zu unserem kleinen Meeting geschafft? Schön, sorg dich nicht wegen der Gewächshausinspektion. Erledige stattdessen diese kleine Aufgabe. Stell ein Budget für übernächstes Jahr zusammen. Bis heute Abend. Absender Rick, noch am Leben? Wir werden angegriffen. Es gibt Tote. Der Ostbereich isoliert. Mit den Armbändern, die wir haben, können wir die Brücke nicht benutzen. Wo versteckt sich dieser Drecksack Cartwright?
Nochmal, Rick, bitte antworte. Gewächs 43 dreht durch. Im Gewächshaus ist der Teufel los. Wir müssen da jemanden reinschicken, bevor es zu spät ist. Wayne, wie halten wir das Ding auf? Du musst uns helfen. Bitte antworte. Und dann nur noch eine Nachricht von Rick. Erinnerst du dich an Susie, die Cheerleaderin? Ein tolles Mädchen. Wir waren beide total verschossen in sie. Sie wollte natürlich nichts von Nerds. Ich musste ihr noch die Comics und die Spiele zurückgeben. Musste ich aber gedulden. Hä? Das muss aber die älteste sein, oder? Das kann ja wohl nicht die neueste Mail sein. Hm. Ist das eine Gürteltasche? Nee, schade. Ist das dieser Raum, von dem ich denke, dass er das ist? Oh ja. Darf ich da rein oder erfriere ich hier drin? Wer hat den Gefrierschrank aufgelassen? Oh. Ich brauch Patronen. Was ist das? Eine Apparatur. Ah, ich habe ja noch ein bisschen Muni. Was ist das? Schießpulver. Ich dachte's mir. Da muss das Zeug rein. Warum Error? Was soll das jetzt schon wieder? Wahrscheinlich muss da erst noch was anderes mit rein. Gut. Der Greifhaft da drin ist genauso wie in Teil. Nicht, ich würde sagen, wie Teil 1, wie im Original halt. Sehr schön. Was war das denn gerade? Oh, die Geräte vom Regal, die ragen ins Bild, wenn ich mich hier so hindrehe. Das sei ja. Ich hab voll Schock gekriegt. Unser Kumpel erfriert hier. Ich lasse den da mal liegen. Aktuell stört er ja keinem. Gut, ich komme jetzt erstmal noch nicht weiter, deswegen gehen wir mal wieder raus. So. Dann will ich natürlich jetzt dieses Teil, was ich hier habe, noch beim Backtracking-Bereich einsetzen. So nenne ich ihn jetzt einfach mal. Okay, mehr ist hier aber anscheinend wirklich nicht drin. Ich habe auch keine Sammelfigur oder so entdeckt oder ich bin einfach blind. Also ich, normalerweise ist mir sowas ja nicht so wichtig, aber ich finde das irgendwie lustig mit diesen, oh nein, der Lecker ist weg. Nein, ist er nicht. Mit diesen Sammelfiguren. So. Ich glaube, hier könnte ich vielleicht wieder einen kleinen Zahn zulegen. So. Oh. Hi. Was bist du denn hier? Wo kommst du denn hierher? Ja, geil, der zappelt mit dem anderen zusammen rum. Komm, verbrennt komplett. Er verbrennt. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mit gerechnet, dass hier einer auftaucht von diesen. Vielleicht hing der auch hier. Der hing wahrscheinlich da irgendwo mit dran. Ich habe das nicht gesehen. Das kann natürlich sein. Aber das ist ja wieder ein Zeichen dafür, dass wir wieder Fortschritt machen. Weil sonst würden ja nicht neue Gegner auftauchen, ne? So, ich gehe nochmal der Sicherheit halber kurz an die Truhe, bevor wir zurückgehen. Das speichere ich jetzt mal nicht. Das war jetzt ja nicht so wild. Okay, ich habe jetzt noch Schießpulver gefunden. Haben wir noch was? Nee, das heißt, wir packen das erst einmal weg, würde ich sagen. So, verstauen. Wir haben die gefunden. Hm. Ich packe das mal vorsichtshalber weg. So, und dann Backtracking. Wenn ich wieder zurückkomme, dann können wir immer noch sagen, wir speichern mal ab. Oder ich speichere dann da unten am, an der Rezeption. Das geht natürlich auch. Ich mag den Bereich, muss ich schon sagen. Das ist cool. Aber so mehr ich hier rumlaufe, umso mehr glaube ich, dass das wahrscheinlich nicht mit der U-Bahn-Station endet wie sonst. Wahrscheinlich müssen wir wirklich zum Polizeirevier zurück. Und vielleicht ist unter dem Polizeirevier dann die U-Bahn. Weil mit Sicherheit müssen wir doch nochmal zurück. Ich kann mir das nicht vorstellen,
dass das gar nicht mehr erwähnt wird mit dem Herzschlüssel. So. Und hier passiert mit Sicherheit gleich was, weil ich das Teil da gelöst habe. Ich weiß auch gar nicht, was das Teil jetzt bewirken soll. Ich stelle dann hier den Strom wieder an, das ist schon klar. Aber ist hier überhaupt eine Tür, die ich... Weiß ich nicht. Also irgendeine Tür wird es sicherlich dann öffnen. Ich habe noch keine Ahnung, welche. Das werden wir dann hoffentlich sehen. So, Muff. Dann stellen wir das Teil jetzt ein auf Muff. So,